so viel gekommen sind. Bei schönem Wetter ist das in der Landwirtschaft nicht immer so ganz selbstverständlich. Ich freue mich, dass die neu benannten Ortslandwirte hier sind, ein Teil der Ausgeschiedenen auch. Ich darf auch die Mitglieder des Gebietsagrarausschusses hier begrüßen. Auch hier sind ein paar hier, die auch nicht mehr dazugehören, in Anführungsstrichen. Schön, dass ihr alle da seid. Besonders begrüßen darf ich Jürgen van der Horst. Jürgen, schön, dass du da bist. Zeigt uns, du bist ja jetzt für die Landwirte mit zuständig. Ich habe einen Antrittsbesuch bei dir gehabt, war ein sehr gutes Gespräch, vielen Dank dafür. Wir sind so verblieben, wir bleiben in Kontakt. Fritz habe ich eben gesehen, der darf offiziell zwar nicht hier sein, aber das macht nichts. Fritz, schön, dass wir hier sein dürfen. Dir noch herzlichen Glückwunsch, du hast die Silber-DM-Plakette noch bekommen. Warst zwar auch in Schloss Biebrich nicht dabei, aber vielen Dank nochmal für deine geleistete Arbeit in den letzten über 30 Jahren für die Landwirtschaft und schön, dass du dabei bist. Dann habe ich eben Karl Höfer gesehen, Bürgermeister hier. Auch schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Ein Grußwort, ihr habt mich bestimmt. Ja, Karl-Fried Kuckuck, du und dein Team seid auch hier. Schön, dass das so ist. Ich möchte mich bei zwei Leuten ganz besonders bedanken. Einmal Frieda Weber, der die Benennung der Ortslandwirte in hervorragender Manier durchgeführt hat und auch, glaube ich, für diesen heutigen Tag hier verantwortlich zeichnet. Vielen Dank, Frieda. Und ich habe Karl-Christian Kantner eben noch gesehen, der die Benennung des Gebietsagrarausschusses noch durchgeführt hat. Er ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Aber Karl-Christian, schön, dass auch du auch den Weg hierher gefunden hast. Und vielen Dank natürlich auch an den Rest des Teams für die gute Zusammenarbeit. Das läuft im Moment, finde ich, ganz gut. Ja, sonst gab es immer mal eine Fahrt im Sommer mit den Ortslandwirten. Das war Corona-bedingt die letzten zwei Jahre überhaupt nicht möglich und auch für dieses Jahr gestaltete sich das schwierig. Da haben wir uns zu diesem Format hier entschieden. Vielen Dank an das Team vom Maislabyrinth, dass wir heute hier sein dürfen, denn offiziell haben sie noch gar nicht offen. Mir ist eben gesteckt worden, aber gut, dass wir heute hier sind, dass wir die neue Toilettenanlage mal einweihen hier, richtig. Aber ausfallen lassen wollten wir das Ganze eben auch nicht. Und wenn es nachher in einer gemütlichen Runde hier ausklingt, dann denke ich, kann das ein gelungener Abend werden. Das Wetter spielt auf jeden Fall schon mal mit. Ja, im Gebietsagrarausschuss haben wir eine konstituierende Sitzung gehabt, die allerdings online stattfinden musste wegen Corona. Ich kenne einen Teil der Mitglieder noch nicht persönlich. Ich hoffe, dass wir das jetzt bald mal ändern können. Drei Personen aus der letzten Periode sind ausgeschieden. Ein paar habe ich davon gesehen. Und ja, genauso die Ortslandwirte, wenn ich da richtig informiert bin, haben wir in so gut wie jedem Ortsteil jetzt wieder einen Ansprechpartner, was ich sehr gut finde. In ungefähr 50 Ortsteilen hat es allerdings einen Wechsel gegeben. Ich kenne leider nicht alle Ortslandwirte. Wenn es irgendwo mal Probleme gibt, dann kommt ruhig auf mich zu. Ich hoffe, dass wir das in dieser jetzt laufenden Periode ändern können. In der letzten Periode war ich ja nur zwei Jahre Kreislandwirt und da ist viel durch Corona ausgefallen. Ansonsten, insbesondere Gebietsagrarausschuss, möchte ich mich auch für die gute Zusammenarbeit bedanken. Ja, zum Ablauf. Getränke müsst ihr euch selber holen und müsst auch leider bezahlen. Wir haben das Budget nicht, außer Jürgen, du hättest jetzt ein dickes Portemonnaie mitgebracht. Aber da kannst du vielleicht selber was zu sagen. Ja, ich darf uns einen schönen Abend wünschen. Wir werden gleich dann noch die ausgeschiedenen Mitglieder ein kleines Dankeschön überreichen und ansonsten nachher einen schönen Abend. Ja, sehr verehrter Herr Kreislandwirt, lieber Martin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls sehr herzlich begrüßen hier bei sonnigem Wetter im
Basslabyrinth im Basdorf. Das ist sehr schön, heute bei Ihnen zu sein. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße auch des Bürgermeisters Kranöffer hier übermitteln. Er steht stellvertretend für die Riege der Bürgermeister, die ja der Landwirtschaft sehr zugewandt sind und auch weiterhin zugewandt sein werden. Deshalb ist es schön, dass du heute mit dabei bist. Ja, wenn man sich auf einen Termin wie diesen vorbereitet, man hat so 60, 70, 80 Landwirte vor sich sitzen, dann macht man sich ja Gedanken, womit man dann für gewöhnlich dann für gute Stimmung sorgen mag. Das ist in diesen Tagen zugegebenermaßen nicht so ganz einfach. Die Anzahl der guten Nachrichten sind sehr übersichtlich. Und derjenige, der Optimismus verbreiten möchte, der wird sich schwer tun und bedarf sicherlich eines besonderen Talentes. Deshalb will ich es darauf verdichten, bei allen Schwierigkeiten, die die Landwirtschaft ohne Zweifel ja auszuhalten hat, die Krisen, die es zu bewältigen gibt, den Strukturwandel, all diese Themen werden wir heute nicht aus der Welt schaffen, aber ich kann Ihnen insoweit aber zurufen und zusichern, dass der Landkreis und die Städte und Gemeinden aber sehr eng auch weiterhin an der Seite der Landwirtschaft stehen werden, ganz einfach deshalb, weil Landwirtschaft nach wie vor für uns prägend ist, für unseren Kulturraum, aber auch für die Wirtschaftskraft und auch für die Erzeugung, und das ist eben ganz wichtig auch mal zu betonen, von wichtigen Lebensmitteln, damit wir auch das Thema nachhaltige Versorgung auch nicht aus den Augen verlieren. Da ich nicht so furchtbar viele gute Nachrichten habe, was die geopolitische Situation betrifft, ist heute die Idee, dieses Format zu wählen. Und Sie sehen im Hintergrund auch noch die eine oder andere Morgengabe als kleinen Ausgleich für diejenigen, die sich dort engagiert haben. Dazu gleich aber noch mehr. Dass der Landrat heute hier bei Ihnen ist, ist bitte auch in diesem Sinne als Signal zu verstehen. Sie haben ja mitverfolgen können, dass es einen politischen Wechsel gegeben hat. Und die Zuordnung der Aufgaben ist nicht zufällig. Das war mir von Beginn an wichtig, deutlich zu machen, dass die Zuständigkeit des Bereiches Landwirtschaft mit allen Nebenbereichen, also nicht nur dem Fachdienst Landwirtschaft, sondern zum Beispiel auch dem Fachdienst Umwelt- und Klimaschutz mit dazuzunehmen, dass dies in die Verantwortung des Landrates gehört. Das soll zum einen deutlich machen, dass die Bedeutung der Landwirtschaft auch in der Steuerung der Verwaltung angekommen ist. Und das weitere Ziel ist es, auch für einen entsprechenden, konsequenten Steuerungsprozess zu sorgen, weil, das wissen Sie natürlich auch, wenn Sie Ihre Themen bewegen, müssen Sie mit Verwaltung, mit Behörden immer wieder auch Ihre Dinge regeln. Und dann ist es sicherlich nicht von Nachteil, wenn dann auch mal eine Steuerung erfolgt und am Ende des Tages auch eine politische Verantwortung sich dort widerspiegelt. Es gibt eine weitere gute Nachricht. Sie werden Kontinuität sehen in der Betreuung Ihrer Aufgabenfelder. Sie haben ein bewährtes Team im Fachdienst Landwirtschaft, das Sie auch weiterhin unterstützen wird. Das werden wir heute auch mal austesten oder ein weiteres Mal bereitstellen. Wir wollen auch unter diesem Format Ihnen natürlich heute Informationen in Hand geben. Die neue GAP-Periode wirft Ihre Schatten voraus und da legen wir Wert darauf, dass wir Sie eng begleiten und frühzeitig mit Informationen auch ausstatten. Das wollen wir dann gleich klugerweise so lösen, dass Sie Tischbesuche sehen werden. Also die Kollegen mit Ihnen gewissermaßen in kleinen Gruppen versuchen schon mal diese Themen soweit aufzugreifen. Nutzen Sie das Angebot und Sie kennen ja Ihre Ansprechpartner, Ihres Vertrauens. Die Mannschaft muss ich an dieser Stelle ja nicht mehr vorstellen. Die sind hochmotiviert und engagiert und wollen noch weiterhin ein wichtiger Partner sein. Ja, das vielleicht allgemein. Dann noch mal ganz kurz würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Ihnen zu ein, zwei Themen, die Ihnen auch vielleicht ein Stück weit auf den Nägel brennen, zu berichten. Stichwort, wo stehen wir eigentlich bei dem Thema Schlachthofprojekt? Sie haben mitverfolgt, dass die Entwicklung jetzt des verbleibenden Schlachthofes in Mengenhausen nicht in die Zukunft geführt hat und wir jetzt nach neuen Lösungen suchen. Die liegen nicht so ganz einfach auf dem Präsentierteller. Ich kann aber berichten, dass die Politik da am Ball bleibt. Wir werden relativ zeitnah, denke ich jetzt, ein erstes Ergebnis der Machbarkeitsstudie sehen. Es gibt Verhalten, Anlass zu Optimismus, dass es tatsächlich gelingen könnte, wieder Strukturen zu entwickeln, die auch dann zukunftsfähig sind. Nur aus den Fehlern der Vergangenheit müssen wir eben auch lernen. Also alte Modelle kopieren führt uns nicht weiter. Wir brauchen ein regionales Angebot, eine Struktur, die sich selbst dann auch trägt. Und das muss gelingen, mit deutlichen Fördermitteln zu unterfüttern. Auch das scheint möglich zu sein. Die Schwierigkeit allein ist die Zeitschiene. Auch jedes kluge Projekt braucht seine Zeit. Und insoweit meine herzliche Bitte, dass die Betriebe vor Ort, die dann diese Perspektive für sich auch noch benötigen,
dann bitte auch die nötigen Atementwicklung durchzuhalten, weil wir sehr ernsthaft daran arbeiten, das auch wirklich umzusetzen. Das ist ein Thema und ich möchte einen kleinen Werbeblock schalten zu einem Thema, das auch nicht überall Begeisterung ausgelöst hat, was wir aber trotzdem als Region mit Macht voranbringen wollen, ist das Thema, jetzt heißt es Green Trail, Sie kennen es noch unter Grenztrail. Ich weiß, dass viele Interessen dort, es gilt, da einen Hut zu bekommen, das ist schon sehr sportlich. Ich kann Ihnen aber versichern, dass das Bemühen da ist, mit allen Beteiligten vor Ort gut zu kommunizieren. Das ist aber sehr kompliziert, weil es natürlich sehr viele entsprechende Beteiligte auch gibt. Und wir sind sehr zuversichtlich und auch sehr sicher, dass es uns gelingen wird, ein hohes Maß an Vermeidung von Zielkonflikten mit der Landwirtschaft auch hinzubekommen. Dazu lade ich Sie sehr herzlich ein, weil wir in der Region sehr stark unterwegs sind mit den Projektteams, dann auch die Angebote zu nutzen, gerne auch kritische Fragen zu stellen. Wir sind aber jetzt guter Dinge, dass es zum Beispiel jetzt in Korbach gut gelungen ist, dort Einvernehmen zu erzielen, ja, und auch Absprachen zu entwickeln, die belastbar sind, damit Beeinträchtigungen für den Betrieb der landwirtschaftlichen Unternehmungen dort vermieden wird und wir auch eine vernünftige Balance finden in der Frage, wie Forstwirtschaft dann trotzdem irgendwie gut gelingen kann. Das Potenzial dahinter ist einfach so enorm, dass wir diese Chance nicht liegen lassen dürfen und ich bitte ein Stück weit darum einen sehr konstruktiven Dialog, dass wir das Projekt vielleicht auch gemeinsam nutzen. Da sind auch Chancen, denke ich auch, für die Betriebe hier und da. Wir suchen tatsächlich auch Partner, die bereit sind, am Ende des Tages auch Angebote zu unterbreiten. Und ich komme jetzt aus einer Urlaubsregion, da habe ich jetzt mal eine Woche Fahrrad gefahren. Ich will die nicht näher weiter bezeichnen, aber da war ich in der Fläche unterwegs und alle 3-4 Kilometer bin ich zu einem landwirtschaftlichen Betrieb gekommen, wo Angebote da sind, wo man einkehren konnte. Das war ganz toll, wurde ganz hervorragend angenommen. Auch das bitte mal so als Anregung die Idee verstehen. Ja, abschließend das Angebot auch für Sie. Wir sind im engen Austausch, es wird auch weiterhin so bleiben mit Ihrem Verband. Martin hat es gesagt, wir werden dort einen regelmäßigen Austausch auflegen. Der darf gerne auch kritisch sein. Nur dann, wenn wir die Punkte auf den Tisch legen, können wir die Problemlagen auch erkennen und nach Lösungen suchen. Manchmal braucht es Kompromisse, das mag so sein, aber wir werden uns immer auch dieser Diskussion sehr gerne auch stellen. Und Sie haben mit ihm ja auch einen guten Fürsprecher und können auch Ihre Belange gerne dort platzieren. Kleiner Strich, jetzt leite ich gerne über zu der Verabschiedung der ausscheidenden Ortslandwirte, den ich erst zunächst mal vorangestellt sehr herzlich Danke sagen darf für ihr Engagement. Die Ortslandwirte sind tatsächlich ein wichtiges Scharnier, nicht nur allgemein in der Arbeit der Behörden, sondern ich denke da insbesondere auch in die Organisation vor Ort. Der Bürgermeister Karlefer weiß das sicherlich zu berichten. Ohne die Ortslandwirte können wir viele Themen nicht bewegen. Da geht es eben nicht nur um formale Stellungnahmen, sondern die Ortslandwirte sind wichtige Ansprechpartner, einfach die Dinge zu regeln, zu Absprachen zu kommen und das Miteinander gut zu organisieren. Deshalb sage ich sehr herzlich Danke. Dies wollen wir gleich mit Urkunden unterfüttern und auch eine kleine Morgengabe, ich hatte es eben schon mal angedeutet, wollen wir gerne von dem Mann und die Frau auch bringen. Dazu darf ich den Bürgermeister bitten, mich zu assistieren. Er mag bitte mal zu mir kommen. Und ich bekomme jetzt eine große, dicke Mappe gereicht von Friedrich Weber, der mir leider schon zu hart rufen müssen. Leider, wie soll ich das anmoderieren? Ich will den Hinweis geben, dass die zu Ehrenrettung des Fachdienstes die Urkunden nicht in Korbach gedruckt worden sind. Warum sage ich das? Der eine andere Federteufel hat sich eingeschlichen. Jetzt können wir das auf Wiesbaden schieben. Die waren auch tatsächlich verantwortlich. Also wenn der eine oder andere aufgerufen wird, die Flasche Rotwein bekommt, aber die Urkunde nicht gleich ausgehändigt bekommt, dann bitte ich uns das nachzusehen. Wir wollen dann doch Fehler korrigieren. Wenn die Ortsangaben so gar nicht passen, ist das mir zu peinlich. So, und wir haben jetzt so die Idee, dass wir die ausscheidenden Ortslandwirte, soweit sie jetzt hier zugegen sind, jetzt nach vorne rufen wollen. Ich hoffe, dass möglichst viele anwesend sind. Wir werden sie dann mit Urkunde und mit einer entsprechenden Flasche Wein versehen. Wir müssen dann gleich mal schauen, das wird ein großes Gruppenbild, oder? Wie wir das gemeinsam organisieren. Ich gucke mal Richtung Regie. Wir sammeln das später oder machen das gleich? Wir machen das später. Also die Idee, dass hier 60 Landwirte nachher stehen, könnte vermutlich eine gewisse Herausforderung darstellen. Na gut, dann machen wir das so. Ich darf zu mir bitten, den Werner Balz aus Frankenberg. Ist er denn anwesend? Gleich weiter. Gerhard Buckert, Lichtenfeld.
Mainz, Fürstenberg. Lothar Christ, gemeldeten Grüße. Ich sehe noch wenig Bewegung. Andreas Debes, Bad Willungen, Rheinhardshausen und Reizenhage. Friedhelm Dietzel, den habe ich doch, glaube ich, gesehen. Bad Rosenbraun. Der fehlt, entschuldigt, ist nach Sido. Ich hoffe, dass wir den. Den sollen wir erstmal abwarten. So, jetzt schaue ich mal, ob wir jetzt nicht Bewegung. Und jetzt haben wir. Gut. Ja, ja, ich hab, der Herr Buckert war am B. Dann fangen wir mal bei Herrn Buckert an. Vielen Dank. Herr Buckert, ja, ich weiß. Ich warte ja, bis er sich durchringt, nach vorne zu kommen. Alphabetisch sortiert. Der Gerhard Buckert ist der Erste, der die Urkunde dann auch bekommt von der hessischen Umweltministerin mit den Worten des Dankes, denen ich mich ausdrücklich anschließe. Dafür gibt es diese Urkunde. Herzlichen Dank für Ihr Engagement in der vergangenen Periode. Dazu gibt es aber auch gleich auch noch ein kleines Gesagt. Jetzt habe ich den Lothar Christ. Auch Ihnen darf ich sehr herzlich Danke sagen, dass Sie sich im Dienst der Sachen gestellt haben. Auch hier gibt es eine Dankesurkunde von der Frau Ministerin Priska Hinz. Dafür darf ich Ihnen die Urkunde geben und der Anschlag Danke sagen. Dankeschön. So, dann geht es auch gleich weiter. Ich darf zu mir bitten den Volker Drebes aus Oberbarwollen, Heinrich Ende aus Buhlen, Friedhelm Ende aus Immichhausen, ich glaube, den habe ich gesehen, Heinrich Finke aus Bühle und den Christian Flammer aus Gimmestadt Ammenhausen. Ich darf dir ja bitten, nach vorne zu kommen. Ich bitte Ende. Hat er schon gekriegt. Trotzdem herzlichen Dank für den letzten Einsatz. Und dann gibt es auch trotzdem ein Präsent. Möchte ich mich auch herzlich. So. Jetzt haben wir den Herrn Flammer. Und hier, herzlichen Dank. Gut, dann darf ich weiter zu mir nach vorne bitten. Heinz-Otto Fleck aus Allendorf-Heiner, Karl Gaul aus Oberholzhausen, Heinrich Hecker aus Heiner-Bockendorf, Wolfgang Heinemann aus Vorbach-Lellbach. So, da scheint jetzt mal keiner da zu sein, dann sitzen wir mal fort. Ich darf zu mir bitten, Wilfried Innacker aus Hatzelt-Eifer, Robertus Jäger aus Strothe, Friedhelm Jerentrup aus Niederhorke, Siegfried Keil aus Netze und Friedrich Knüppel aus Waldeck. Und der Bürgermeister reicht dann auch die Kopf an. Vielen Dank. Und jetzt Friedrich Knüppel, was macht? Hier.
So, dann geht es gleich weiter. Ich darf zu mir bitten Herrn Martin Koch aus Friedrichshausen, den Martin Leis aus Volkmarsen, Dirk Marburger aus Burgwald-Wiesenfeld, Volker Mees aus Sachsenberg, Hans-Otto Merten aus Landau. Aha, gut. Nein, hierher. Die Urkunde, die Flasche gibt's hier. Herzlichen Dank. So, ich darf weiter zu mir nach vorne bitten. Hartmut Momberg aus Freienhagen. Herbert Nurmann aus Hessen, den habe ich schon gesehen. Ja, gesehen, ich bin zu der Hin. Jörg Nurmeier aus Schmellinghausen. Fritz Heinrich Rest aus Giebringerhausen. Markus Sachse aus Odershausen. Bitte dann zu mir nach vorne kommen. Ist das meine Chance? Ja, hat er gesagt. Ihr habt das auch gut gemacht. Da haben Sie als Landtag. Das wollte ich aber ganz anders, dass ich dir heute. Ja, danke schön, Carsten. Ich kann nur vorkommen, mein Name. Dafür nachdenken. Vielen Dank. Danke für deine. So, ich darf zu mir bitten, Heiner Schäfer aus Ullertal-Anraff, Herr Ulrich Schreiner aus Hatzfeld, Michael Specht aus Rennetterhausen und dann bitte auch noch Fritz Heinrich Tünnepöhl aus Ellerringhausen. Der ist entschuldigt. Entschuldigung, genau. So, dann bitte ich zu mir den Jürgen Vollbracht aus Waldeck-Sachsenhausen, Gerhard Wagener aus Bethlen, Dieter Wippenhut aus Dodenhausen und Karl Weinrich aus Hünsdorf. So, es geht weiter. Ich darf zu mir bitten Herrn Helmut Wendorf aus Hüringhausen. Dann Ernst-Otto Werner aus Gütersheim, Eckhard Wieg aus Ebbe und Carlos Wiesemann aus Oberburg. Hallo, ja, uns herzlicher Dank an dieser Stelle. Für Sie. So, dann darf ich jetzt zu mir bitten Herrn Friedhelm Wilke aus Hemmighausen, Rainer Zimmermann aus Goldhausen, Christian Zölzer aus Ottlar und Heinrich Zölzer aus Schweinfurt. Ja.
Da muss man lachen. Danke. Danke auch. Also wird eine Flagge rein unsere Region hier stärken. So fällt der ein, wenn der mal rein. Das ist der Rekord. Vielen Dank. Das ist schon schön. Vielen Dank. Ich hab leider keine Schöne. Nicht? Muss man drauf halten. Muss man drauf halten. Ja, aber du mal wieder ins Team. Wir haben jetzt viele Daten an der Hütte. Ja, nochmals an dieser Stelle einen herzlichen Dank auch im Namen des Bürgermeisters, des Kreislandwirtes und die ausgeschiedenen Erzlandwirte. Vielen Dank für Ihren Einsatz, der war sehr wertvoll und es ist schön, dass es gelungen ist, hier auch eine Staffelübergabe zu vollziehen. Die Ortslandwirte werden auch weiterhin dringend gebraucht, nicht nur als Ansprechpartner vor Ort, sondern auch immer noch als Sprecher ihrer Zunft in der Region. Das sind auch die Gesichter, die wahrgenommen werden. Das ist eine wichtige Aufgabenstellung, die auch in der Zukunft dringend benötigt wird. Ja, an dieser Stelle darf ich erstmal Danke sagen, dass Sie mir so zugehört haben. Und ich übergebe jetzt wieder an den Kreislandwirt, der jetzt rund um das Thema GAA weitermachen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jürgen. Du hast den größeren Part, Gebietsagrarausch, das sind nicht mehr so viele. Aber auch von meiner Seite an die ausgeschiedenen Ortslandwirte nochmal ein herzliches Dankeschön, die hier sind. Und ich hoffe für die Zukunft mit den Neuen, dass die Zusammenarbeit auch so gut klappt, wie ich mir das erhoffe. Ja, ein Teil aus dem Gebietsagrarausch sind in den letzten Jahren auch ausgeschieden. Einige schon während der Periode, bei anderen hat der Staffelstab über. Oder die Staffelstabübergabe jetzt zum Jahreswechsel stattgefunden. Und den Ausgeschiedenen wollen wir gerne auch ein kleines Präsent zukommen lassen. Frieda hat eine schöne Liste für mich, da kann ich das sogar ohne Brille auch lesen. Sarah Fackinger darf ich nach vorne bitten, ich habe es allerdings nicht gesehen. Wolfgang Klöde, Gemünden, der hat abgesagt. Elke Jäger von Landfrauen, die ist da. Christian Kümmel habe ich gesehen von, und Andreas Pohlmann aus Adorf, den habe ich leider auch nicht gesehen. Ja. Sie macht das klasse. Ja. Noch so mit der Ministerin. Dankeschön. Vielen Dank nochmal. Danke auch. Danke. So, hast du noch eine Liste für mich? Ja, ausgeschieden sind auch Friedrich Pohlmann aus Wellringhausen. Fritz Schäfer hat den Staffelstab an mich schon vor 2 Jahren übergeben. Jetzt weiß ich nicht, ist er noch da, aber ein kleines Präsent soll er auch kriegen. Und der Präsident des Hessischen Bauernverbandes ist ausgeschieden. Den habe ich allerdings auch noch nicht gesehen. Vielen Dank. Deine Redebeiträge werden mir fehlen. Dann kannst du mich ja mal anrufen. Ja, dann trinken wir einen drauf. Du musst lösen, ne? Ja. Herzlichen Dank auf Energie. Dankeschön. Ja, ich habe ja gesagt, ich hatte den einfacheren Part, mehr waren es nicht im Gebietsagrarausschuss. Wir sind insgesamt nur 20 mit denen, die dauerhaft als Gast dabei sind. Und wir haben alle Posten wieder neu besetzt, sogar einen mehr wie vorher. Aber damit wäre dieser vielen Dank nochmal an alle für die gute Zusammenarbeit. Guten Abend alle zusammen. Erstmal muss ich sagen, ich bin positiv überrascht und freue mich wirklich, dass nach der langen Corona-Zeit wir uns mal wieder alle hier treffen können. Es war gar nicht so einfach, überhaupt geeignet, ich sag mal, Tagungsort zu finden. Erstmal sind überall jetzt Termine. Es ist auch nicht mehr jeder bereit, so auf lockere Art und Weise seine Einrichtung zur Verfügung zu stellen. Und wir sind froh, dass unser Fritz Schäfer uns das hier mit seinem Team heute ermöglicht. Besten Dank auch nochmal an Fritz und das ganze Meichler-Rind.
Ja, vielleicht noch mal was Organisatorisches. Also die GAA-Mitglieder, die sich noch nicht in die zweite gesonderte Liste eingetragen haben, die liegt hier vorne bei meinem Kollegen Frieder Weber, der das alle unter anderem organisiert hat. Bitte da noch eintragen. Ja, so ein paar wichtige Dinge zum Stand unserer Arbeit, aber auch Ihrer Arbeit. Hauptsächlich geht es ja heute Abend um Ortslandwirt und Gebietsagrarausschuss. Da ist mir heute von der Kollegin Herzog nochmal angetragen worden, dass Sie bitte dran denken, im Rahmen des Grundstücksverkehrs, wenn Sie gefragt werden und Ihre Stellungnahme abgeben sollen, dass Sie dies bitte auch tun. Also es ist vermehrt in der letzten Zeit aufgetreten, dass man gesagt hat, ach, es hat sowieso keinen Zweck oder warum werde ich da überhaupt noch gefragt? Auf mich hört keiner. Das ist definitiv nicht so. Wir warten auf Ihre Stellungnahme und die ist wichtig, weil ich glaube, die meisten hier unter uns sind Praktiker und sie wissen, was sich auf dem Grundstücks- und Bodenmarkt jetzt abspielt. Da müssen wir als Landwirte, ja, ich sag's mal, retten, was zu retten ist noch, weil ich glaube, die Situation wird nicht besser. Es ist im Kreis ein bisschen unterschiedlich gestaffelt. Ich denke, man kann das auch so offen sagen. Die Situation im Norden ist wesentlich angespannter als im Süden. Frankenberg, Gemünden macht da ein bisschen eine Ausnahme. Aber auch da sehen wir, dass der Kampf um das Land weitergeht und wir sind, wie gesagt, da noch nicht am Ende. Deswegen mitwirken, wenn Sie Fragen haben, dass Sie sagen, halt, was soll das oder wofür, einfach mal Frau Herzog oder Herrn Buckert anrufen oder wenn Sie dort keinen erreichen können, auch gerne bei mir anrufen. Ja, dann geht's weiter. Herr Landrat sprach schon an, spannende Aufgabe jetzt für die Zukunft. Eigentlich, ja, beginnen jetzt ab Juli, ist die neue GAP. Wir stehen da auch noch ein bisschen im Dunkeln, obwohl es hell ist heute. Ich hoffe, dass das Dunkle sich mit der Zeit ein bisschen auflöst. Starten tun wir jetzt im Juli schon mit der Hallenantragstellung. Das wissen viele noch gar nicht, das werden aber jetzt, das ist veröffentlicht und wir werden Details jetzt auch nochmal in die Agrarinfos reingeben und auch Verweis auf unsere Homepage, da ist eigentlich schon eine sehr ausführliche Info drauf. Das sollte man aber nicht bei schönem Wetter lesen, sondern bei Regenwetter, weil da braucht man ein bisschen Zeit für. Es ist zwar auch eine Zusammenfassung immer hinten angefasst, aber wichtig ist, dass man sich das komplett durchliest und sich mit der Materie befasst, weil es ist so ein bisschen wie ein Netz. Also das eine ist mit dem anderen verquickt. Es ist nicht mehr so einfach, wie es jetzt bei der diesjährigen Antragstellung noch war. Ja, und da haben wir uns Gedanken gemacht, wir wollen darauf spontan reagieren, am 4. und 13.07. jeweils um 19.30 Uhr machen wir dazu eine Online-Veranstaltung. Ich rufe Sie auch daran teilzunehmen, schreiben Sie in den Chat rein oder wer damit nicht so klarkommt, kann auch gerne mal anrufen oder sich bei uns melden. Wir wollen auf jeden Fall auf jede Frage reagieren. Und was wir nicht wissen oder noch offen ist, dass wir das auch gleich weitergeben können an die WIBank oder ans Ministerium. Wichtig ist, weil das steht nicht überall ganz richtig oder manche haben die Info auch noch nicht, Sie können jetzt im Agrarportal die Hallenanträge bearbeiten, aber derzeit noch nicht abgeben. Voraussichtlich soll das richtig funktionieren ab 15.07. Wenn das nicht der Fall ist, wenn es sich so ein bisschen verzögert, werden wir das auch bekannt geben. Aber hier muss ich sagen, auch keine Hektik oder Stress mit der Abgabe. Sie haben hier wirklich bis Oktober Zeit. Immer aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage www.landwirtschaft-waldeck-frankenberg.de und natürlich auch in der Info bei der regionalen Presse. Und heute Morgen haben wir beschlossen, dass wir an alle Antragsteller auch eine Info-Mail nochmal rausgeben, sodass jeder eigentlich erstmal vorab hinreichend informiert ist. Ja, dann haben wir uns Gedanken gemacht zu Corona-Zeiten nach ja, fast 2 Jahren Pause. Wie treffen wir uns heute? Noch dazu kam der Frieder Weber, der unter anderem auch zuständig ist für die BEE mit der Frau Köpp-Brühe.
dass heute oder ich glaube gestern die ersten Mähdrescher gerollt sind. Also wir wussten auch gar nicht, kommt überhaupt wer. Ich muss ehrlich sagen, ich habe so mit 30, 40, 50 Leuten gerechnet und ja, schön, dass Sie hier alle da sind. Also das hat mich wirklich positiv überrascht. Die ziehen wir jetzt so einen Abend durch und wir haben gesagt, es gibt eigentlich genügend Anlass, dass wir einfach uns mal unter Sie mischen und fragen, wo brennt es den Landwirten? Auch ein bisschen Kritik, was hätten wir vielleicht anders machen können, auch speziell unter den Corona-Bedingungen. Wenn wir mal ein kleines Lob kriegen, ist das auch nicht schlimm, das vertragen wir auch. Das ist durchaus nicht schlimm. Ja, dann, da wir ja nicht mit der ganzen Truppe heute kommen konnten, das geht auch nicht, weil so ein bisschen hat man ja doch immer die Pandemie noch im Hinterkopf, haben wir da so ein bisschen gefiltert und Themenschwerpunkte rausgesucht und ich möchte jetzt ganz kurz die einzelnen Kolleginnen und Kollegen doch mal kurz mit den Hauptaufgaben vorstellen. Als erstes darf ich hier nennen meinen Stellvertreter Bernd Keindl, der seit, ja ich hätte fast gesagt Jahrzehnten kompetent den Bereich Direktzahlung und Hallen komplett durchführt. AGZ wollen wir nicht vergessen. Also alles, was so um die Flächenförderung rundherum geht, Bernd Keindl heute der Ansprechpartner. Ja, dann meine Kollegin, die Nicole Schwarzer, die ist zurzeit unter anderem kommissarisch beauftragt mit den ehemaligen Aufgaben unseres jungen Rentners Karl Christian Kantler, der auch da ist. Also man sieht, der Zusammenhalt in der Truppe ist gar nicht so schlecht, wenn die Rentner auch noch zu so Veranstaltungen kommen. Ja, Nicole macht kommissarisch den Bereich Direktzahlung, ist aber auch noch in ihrem Altbereich Agrarumweltmaßnahmen vorrangig bei der Grünland-Extensivierung aktiv und. Ja, dann fast ein Urgestein in unserer Verwaltung, der Frieder Weber, immer standhaft. Der hat neben der Organisation heute Abend hier, die meisten kennen ihn, bei uns heißt er auch der Klärschlamm-Frieder, ne, aus dem Bereich Klärschlamm, Düngerecht, CC nicht immer ganz beliebt, muss man ehrlich sagen, also CC nicht beliebt, der Frieder schon, so wie er das macht. Wir haben so ein bisschen Sorge, ich habe das jetzt an anderer Stelle auch schon gesagt, der Frieder Weber, der redet sehr oft von der Rente in der letzten Zeit und wie er das erreichen kann. Also deswegen motivieren Sie ihn heute Abend ein bisschen, dass er uns, aber auch Ihnen noch ein bisschen erhalten bleibt. Ja, dann ganz wichtig bei uns, nicht Hessenform, sondern Waldeck-Frankenberg-Form, gerade in der Landwirtschaft, ist all das, was die einzelbetriebliche Förderung betrifft, nach dem Motto, ohne Moos nichts los. Und da sind wir froh, dass wir seit ein paar Jahren einen guten Nachfolger für Harald Rösler gefunden haben, der ja schon etwas länger in Pension ist und das Gebiet betreut der Thomas Heiner. Wir sind froh, dass wir immer noch viele Anträge in diesem Bereich haben. Ich sage mal ganz offen und ehrlich, wir haben Kolleginnen in der Agrarverwaltung im Hessenland, wo wir nicht richtig wissen, was sie denn in diesem Bereich tun. Und das kann ich bei Thomas Heiner nicht sagen. Also wir haben über die Jahre hinweg immer die meisten Anträge und Beratungen und es wird auch nicht weniger. Es gibt da mal Verschiebungen, dann sind mal die Güllebehälter vorne, dann Silage, Stallbauten, auch mal Maschinenförderung. Insgesamt ist das Investitionsniveau hoch, zu Leid von einigen, auch manchmal jetzt zu hoch. Ich denke da so an die Baukostensteigerung, die wir haben. Das nimmt wirklich Formen an, dass das sehr extrem ist. Aber wir müssen sehen, dass wir uns da gemeinsam so ein bisschen durchmogeln, dass die Projekte und Investitionen, die notwendig sind, dass sie die auch gestemmt kriegen. Und wie gesagt, Thomas Heiner wird versuchen, sie dabei zu unterstützen. Ja, dann, was oft in der Presse steht, die Ökomodellregion, und das wird auch in den nächsten Jahren so bleiben. Wir haben seit letzten Herbst einen neuen Kollegen, der den Bereich Ökomodellregion vertritt. Das ist unser Kollege Andreas Althoff, der seit Oktober bei uns im Fachdienst ist. Hierzu muss man sagen, Ökomodellregion, das ist
ist in der Landwirtschaft sicher ein viel diskutiertes Thema, manche positiv, manche negativ. Wir haben für uns einen Schlussstrich darunter gezogen, wir wollen das als Fachdienst gar nicht werten. Wir versuchen einfach für die Wertschöpfung Landwirtschaft was zu tun. Deswegen war unsere Bewerbung auch erfolgreich. Wir haben uns nicht auf die alten Grabenkämpfe eingelassen, Bio oder konventionell oder dergleichen, sondern wir wollen was für die Regionalvermarktung Landwirtschaft tun. Und das ist auch beim Ministerium gut angekommen. Und auch der neue Mann Andreas Althoff ist hier gut eingestiegen und versucht da Projekte voranzutreiben. Ja, dann auch schon noch ein paar Jahre bei uns im Amt oder im Fachdienst ist die Kollegin Dorothea Loth. Ich glaube, die kennen Sie alle. Für den Bereich Direktvermarktung und Erzeuger-Verbraucher-Dialog zuständig. Ich glaube, es hat richtig gut getan, dieses Jahr mal wieder den Markt am Schloss miterleben zu dürfen. Das ist also nur ein Projekt von vielen, was wir machen, aber es ist ein Aushängeschild in, denke ich, immer wieder super Kulisse. Das wollen wir auch beibehalten. Das ist also so eine Werbung für die ganze Waldeck-Frankenberger Landwirtschaft. Darauf können wir einfach nicht verzichten. Ja, dann der Landschaftspflegeverband sollte heute eigentlich auch vertreten sein. Der Geschäftsführer Carsten Müller sollte Ansprechpartner für Sie sein. Corona lässt grüßen, hat durchgeschlagen, also er kann leider nicht kommen heute Abend. Ja, ich habe aber in diesem Bereich auch viel mitwirken können müssen bei der Gründung. Wenn da Fragen zu sind, egal ob zum Verein oder auch zu den einzelnen Projekten, dürfen Sie mich zu diesem Thema auch ansprechen. Ja, das wäre es eigentlich so zu den Themenbereichen, die wir heute abdecken wollen. Danken möchte ich auch nochmal, ja, meinem ganzen Team, also das während der Corona-Zeit immer wieder Gas gegeben hat, und locker gelassen hat, immer wieder gesagt hat, Galfried, wir müssen was machen, dass die Landwirte am Ball bleiben, egal ob das im Bereich der Antragstellung ist oder auch in der Betreuung, Cost Compliance, Düngerecht und. Das war nicht immer einfach, da in Kontakt zu bleiben, aber wie gesagt, ich hoffe, wir haben das einigermaßen gemeistert. Wenn es Defizite gibt, dann werden wir da noch besser. Ja, dann unser Kreislandwirt, muss ich sagen. Ich hatte lange mit dem Fritz Schäfer zu tun und habe jetzt auch schon einige Zeit mit dem Martin Vollbracht den Dienst begleiten dürfen. Und ich muss sagen, es macht Spaß. Es war vorher schön und es ist jetzt auch schön. Wir tauschen uns regelmäßig fachlich aus. Wir haben auch ein kurzen Draht, wenn es mal um Probleme gibt, wo die Tür zugemacht werden muss. Also das ist auch ein Thema, das muss man sehr deutlich sagen. Bevor was nach draußen geht, muss das erstmal intern abgestimmt und diskutiert werden. Und ich glaube, die meisten Fälle kriegt man auch so vom Tisch. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche. Also wenn es mal irgendwo richtig brennt, das ist nicht, dass wir irgendwas vertuschen wollen, aber lassen Sie uns das zuerst in Ruhe diskutieren. Wir hatten mal eine relativ heftige Diskussion im CC-Bereich. Die haben wir nachher durch gute Gespräche auch alle komplett lösen können. Das ist besser, als wenn das erst in den Medien eskaliert und immer mehr verwirkt wird. Ich denke, das dient keiner. Ja, das. Eigentlich bin ich mit meiner kleinen Vorrede jetzt auch schon am Ende. Noch was Organisatorisches. Frau Schäfer hatte mich gebeten, noch darauf hinzuweisen. Wenn Sie Hunger haben, können Sie so nach für nach sich an der Theke dort bedienen. Der Herr Althoff steht da, der könnte auch bedienen, aber der macht dann Platz für Sie. Da gibt es nämlich die Brötchen mit Schinkenbraten. Ja, das wäre es hierzu. Und jetzt sehe ich aber den Martin Vollbracht. Ich glaube, der wollte noch ein paar Worte an Sie richten. Ne? Schönen Dank. Danke. Ja, wie wir auch vergessen haben, das war die Presse zu begrüßen. Olaf, du hast, glaube ich, alles dokumentiert. Das fällt dir nochmal auf die Füße. Ja, du musst mir vorher zeigen, was du gefilmt hast. Ja, und den Mann im roten T-Shirt kenne ich leider nicht. Er hat aber fleißig mitgeschrieben und ich glaube, wir wollen jetzt auch nochmal ein Gruppenfoto machen von den ausgeschiedenen Mitgliedern des Gebiets Agrarausschusses sowie den Ortslandwirten. Ansonsten darf ich allen einen schönen Abend wünschen und ja, bis mal wieder so passen.